Herzlich willkommen an alle Mojizzi-Zuschauer, die gerade zugucken. Ich habe kein T-Shirt an, ich bin Bodybuilder und wir gucken uns jetzt das neue Video von Amar an. Unsere neue Streamer-YouTuber-Villa in Griechenland. Ey, Chat, ich muss mir ein T-Shirt anziehen, ich kann es nicht. Ich bin nicht bereit dafür, sage ich ganz ehrlich. Ich bin nicht bereit dafür, Digga. So, wir gucken jetzt das Video an, ich bin gespannt. Los geht's. Ja, wie viele Likes? 20.000. 20.000 Likes? Ja. Das am Ende des Videos? Ja. Das müssen wir vorher reinschneiden. Gönnt Amar 20.000 Likes. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und heute ist es soweit, wir fliegen in den Urlaub. Es ist tatsächlich heute, es ist wie spät, 3 Uhr morgens? 3 Uhr morgens. Es ist 3 Uhr morgens und Miki und ich sind gerade hier in dem schönen... Guck mal hier, Carporn ein bisschen. Ja, guter Autofokus. Wir sind mit dem schönen X6 nämlich gefahren. War eine sehr entspannte Fahrt. Also sehr, sehr, sehr entspannt. Miki. Von wem ist das Auto? Von Miki? Der X6? Weiß das jemand? Ja. Wo geht's für uns hin heute? Es geht nach Mykonos. Nach Mykonos? Ja. Ich werde dich so knuddeln. Holy shit. So, Freunde, wir werden jetzt die erste Nacht hier verbringen. Chilliger Autofokus. Wir werden im Steigenberger Hotel verbringen eine Nacht. Warte, wir müssen uns direkt nebeneinander stellen. Okay, okay. Okay. Geh tanzen. Das Zimmer sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Hier ein Fernseher. Das Bett ist sehr, sehr, sehr groß und chillig. Das sieht sehr nice aus. Guck mal hier, das ist das immer. Da könnt ihr euch immer am besten die Pickel ausdrücken. Das ist so ein Zoom. Meine Glatze muss... Zeig Badewanne. ...nämlich nochmal frisch gemacht werden. Bart muss frisch gemacht werden. Danach gehe ich noch schnell duschen. Boah, Regendusche. Ey. Badewanne. Größter Trick, egal wo ihr seid, egal wie sauber es aussieht, immer alles rundherum abdecken. Vertraut mir, Freunde. Hä? Wer zum Fick legt Toilettenpapier auf die Kloschüssel in seinem Hotelzimmer? Macht ihr das? Was? Digga, seid ihr lost? Wenn ich jetzt auf einer öffentlichen Toilette bin, ja, okay. In einer Bar, im Restaurant, safe. Aber in einem Hotelzimmer, Digga? Die machen die doch sauber. Ihr seid verloren. Ihr seid verloren, Digga. Noch nie gemacht. Also außer das ist jetzt irgendein Dreckshotel, Digga, wo die Toilette einfach ekelhaft aussieht, dann safe, aber in einem schönen Hotel, und das ist jetzt kein schlechtes Hotel, Digga, da mache ich doch nicht noch Toilettenpapier auf die Kloschüssel drauf, nee. Nee, Chat. Da liegt ihr mal wieder ganz, ganz falsch alle und müsst auch irgendwas in eurem Leben ändern. So, Freunde, zweiter Tag ist angebrochen. Guten Morgen. Die Allergie. Denkt ihr, ich wäre genauso hübsch wie Amar ohne Haare? Die kippt ganz, ganz doll rein bei Miki. Er hat gerade beim Frühstück, glaube ich, 50 Mal genießt und 70 Mal seine Nase ausgeschnauft. Aber wir saßen da nur 5 Minuten. Also es war, ja. Die Nacht war... Was heißt die Nacht? Ich habe 2 Stunden gepennt. Du hast 3 Stunden gepennt vielleicht, wenn es hochkommt. Du hast Medical Detectives noch geguckt. Ja. Wir gehen jetzt zum Flughafen und checken ein. Wir müssen unsere beiden Koffer abgeben. Mal gucken, ob Sydney und Willi es hergeschafft haben. Mal schauen, ob ich im Knast lande. Ey, bis später. Sydney ist jetzt auch mit am Start. Servus, Leute. Amar! Und herzlich willkommen. Back. Hier ist unser My Way. Alter, sehr chillig. Das ist irgendwie eine sehr süße. Nochmal von vorne. Das ist irgendwie eine sehr süße Stimmung in dem Vlog, finde ich. Wir sind gerade auf Mykonos angekommen. Und da waren so 2, ich glaube, 12-Jährige oder 14-Jährige vor uns. 18. Und nein, die waren wirklich safe 12. 18. Und plötzlich schnacken die Sydney an und sagen so: Ey, du siehst übel fresh aus. Wie heißt du denn auf Insta? Finde ich sehr nice. Lass doch was machen auf Mykonos. Hat sie nicht gesagt. Wir sind gerade aus der Tür raus. Bro, sie ist 12. Danke. Auf jeden Fall waren sie reich. Okay, wir lösen es auf und ihre Eltern waren safe ultra reich. Digga, die hatte eine Tasche, wie viel hat die gekostet? 3K. 3K, ja, auf locker. Glaub, das war Dings. Janaya Geist. Janaya? Wo sind wir drin? In Bengbas? Bengbas. Oh nein, wir machen gar nichts hier drin. Oh. Guck mal, Miki, sehr gut aussehen. Sehr, sehr geiles T-Shirt, was du da hast. Dankeschön. Ui. Mykonos, glaube ich, auch ein nicer Urlaubsort, war ich bis jetzt noch nie. Warte schon mal Mykonos, schreibt es gerne in den Chat, weil es interessiert mich nämlich kein bisschen, was ihr reinschreibt, aber ich möchte einfach nur den Chat ein bisschen anregen, hier Sachen reinzuschreiben. Wisst ihr, wie ich meine? Also schreibt bitte einfach in den Chat rein. Ich werde da jetzt auch gar nicht drauf gucken auf den Chat, sondern einfach das Video weiter gucken und ich werde euch trotzdem in dem Glauben irgendwo lassen, dass es mich juckt, was ihr da gerade reingeschrieben habt. Aber es interessiert mich kein bisschen, Chat, um ganz ehrlich zu sein. Ich gucke jetzt einmal kurz rein. Ja, nee, hat mich nicht interessiert. Wir gucken das Video jetzt weiter.
So, Freunde, wir sind jetzt angekommen in unserer Villa. Hier ist erstmal der Eingang. Ich zeige euch das alles gleich nochmal. Das ist Nikolas. Nikolas, bester Mann. Der ist hier der Hausmanager. Boah, guck mal hier. Sehr nice hier mit Erdbeeren. Und wir werden jetzt durchgeführt mit, das ist Robbie Bumble, war das, ne? Chillig. Und würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, ich zeige euch jetzt einmal hier unser absolut nices Haus. Villa könnte man schon fast sagen. Wir fangen an mit dem Wohnzimmer, wenn man direkt reinkommt. Ganz entspannte Lage. Das ist ganz entspannt. Ich zeige euch erstmal das Haus. Weil draußen ist eine absolute 10 von 10. Sydney, sagst? 10 von 10. Ja. Mindestens. Es ist so schön. Dann haben wir hier nochmal einen Esstisch drin. Die Flasche ist schon leer, was passiert? Digga, die Techniker immer. Ey, die Jungs in auf Mykonos, die da gerade alle sind, Digga, die sind doch auch jeden Tag komplett Hacks. Erzählt mir nicht, dass die einen Abend hatten bis jetzt, wo die nüchtern waren. Also alle Stories, die ich bis jetzt gesehen habe, da waren die immer Hacks, Digga. Komplett besoffen, Bruder. Wie Rally im Biergarten. So, dann haben wir hier eine ganz entspannte Küche. Werden wir eh nicht drinnen sein. Die haben uns hier nochmal Getränke reingeballert. Finde ich auch sehr frech von denen, dass sie kein Just Legends reingepackt haben. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Das ist sehr nice und auch sehr wichtig, Digga. Softgetränke im Urlaub aus der Dose. Chat, vertraut mir, Digga. Muss sein. Muss sein. Noch? Ja, das ist halt eine ganz normale Küche halt, ne? Dann haben wir hier noch ein Gäste-WC. Gäste-WC halt einfach, ne? Kann man nichts zu sagen. Ich glaube, Micky kommt da gar nicht durch. Die Treppen sind sehr, sehr geil. Auch mit den LEDs da drin und so. Man muss auch sagen, alles ist komplett klimatisiert hier. Das ist so wichtig hier, ich will. Das ist hier eine kleine Chill-Area für 4 Zimmer. Wir zeigen euch mal die Zimmer. 2 Stück davon sind fast identisch. Das ist schon ein sehr, 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 sehr geiles Zimmer. Guck sie an. Oh, diese Aussicht, Digga. Aber das Highlight. Ah, das Highlight kommt. Ich bin der Kameramann Zip. Abonniert ihn. Alle, die mit am Start sind, abonniert die sehr, sehr gerne auf Instagram. Wir werden da sehr, sehr viele Stories machen. Und wir werden auch Livestream ganz normal, als aber auch Videos produzieren. Und hier ist die Dusche. Die ist halt echt mit Regen, Dusche, allem. Das ist geistesgestört. Das ist so nice. Dann hier eine ganz normale Toilette. So. Okay. Junge, man sieht ja so cool. So, nächstes. Ja. Nee, guter Gött von Ammer. Guter Gött, Digga. Zimmer? Wir haben die Zimmer noch nicht aufgeteilt. Nächstes Zimmer ganz entspannt wieder ein Doppelbett. Mhm. Kleiner Aber Haus bis jetzt sehr schön, muss ich sagen. Sieht sehr, sehr schön aus bis jetzt. Fernseher hier mit dabei, wichtig. Alter, schon wieder der Kameramann mit am Start. Das ist der Kameramann. Hier ist natürlich so ein Felsen einfach mittendrin. So, den haben sie gefärbt. Ein echter Felsen. Yes. Du bist dagegen getreten. Ja. Servus, Freunde, Kiss Freak ist back. Ah, das ist ein Baba-Zimmer. Muss ich sagen, Der Vlog hat aber auch irgendwie ein bisschen was Cringiges, muss ich ehrlich sagen. Kein negativer Cringe, aber ein bisschen Cringe ist da auf jeden Fall dabei, finde ich. Richtig geiles Zimmer. Sehr großes Bett, kann sogar gesplittet werden und absolut nice Dusche direkt schon hier drin. Das feiere ich sehr. Mhm. Waschbecken wieder eine 10 von 10. Ja, Waschbecken können die Griechen. Schaut mal, ja. Oh, war ich ja nicht. Und deine Hand rum. Ey, kennst du dieses Spiel, wo man so damals auf die Hände geklatscht hat? Ja. Lass mal spielen. Ich fang an, ja? Nein. Hey, ich fang an. Guck. Ah! It's a rainer. Hier nochmal eine Dusche im Einzelzimmer. Und hier ist ein kompletter Felsen. Okay. Dann halt hier mit so einem kleinen, chilligen Einzelbett. Da sehe ich auch tatsächlich Nico drauf. Das waren die 4 Zimmer unten. Ein Einzelzimmer, 3 Doppelbettzimmer. Und oben Master Bedroom für Amar. Du Bitte. Und das ist hier. Oh. Da ist halt jetzt auch einfach die Frage: Denkt ihr, die haben den Ehrenmove gemacht und haben irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck gespielt? Oder hat Amar sich einfach rausgenommen, das Zimmer zu nehmen? Weil das ist nämlich immer der größte Abfuck, kennt auch jeder von euch. Wenn ihr mit den Jungs im Urlaub seid oder mit irgendwelchen Leuten und da gibt es verschiedene Zimmer und es gibt einmal so ein fettes Zimmer mit geilem Ausblick, Digga, und fettem Bett und dann gibt es diese Geringverdienerzimmer, Digga, wo du ein Doppelbett hast und so ein Scheiß im Keller, dann, ist es ein bisschen blöd, weil da muss man Schnick, Schnack, Schnuck machen. Und das Problem ist, wenn du dann verlierst, dann bist du halt den ganzen Urlaub in diesem Dreckszimmer drin. Und das tut weh. Und da fließt auch die ein oder andere Träne dann nachts die Wange runter. Weil Amar das organisiert hat. Ach so, der zahlt da alles? Amar zahlt alles oder was? Organisiert nicht zahlen? Ach so,
Aber was findet denn da statt? Ist es ein Event? Das meiste zahlt er. Ach so, er hat sich nur darum gekümmert, dass die Flüge da sind und das Haus gebucht, oder was? Ach, scheiß auch drauf, Digga. Scheiß auf das Thema, Chat. Zieh dein Hemd runter. Badezimmer? Mein Badezimmer. Wieder sehr geiles Waschbecken. Oh, geiles Waschbecken. Muss man sagen. Wir zeigen euch jetzt draußen absolutes Highlight hier aus dem Haus. Ich laufe so nie rum. Im Urlaub kann man mit Hemd rumlaufen. Aber für den Urlaub läuft man einfach mit so einem ganz entspannten Leinenhemd rum. Falsch. Blumenhemd. Muss sein, ist ein Muss. Kann aber auch nicht alles wissen. Damit man nicht so schwitzt. Ich hätte da jetzt, spätestens da hätte ich schon mein Blumenhemd an, Chat. Genauso wie eine Leinenhose. Ha! Das sind die Tricks. So, wir sind draußen. Oh. Das ist absolut wunderschön. Guckt euch das an. Halleluja! Halleluja! Warum bist du nicht da? Bruder, das kann ich dir ganz leicht beantworten. Weil ich nicht eingeladen wurde. Und mich keiner mag. Schön entspannt. Stell euch mal vor, ihr habt... Nein, kurz Real Talk zu der Sache. Das höre ich auch öfter, die Frage, Chat. Das höre ich auch öfter, Digga. Warum ich nicht auf diesen ganzen Events bin, wo die anderen sind. Also zum einen muss ich ganz offen und ehrlich sagen, ich wurde bis jetzt noch nicht eingeladen. Okay? Ich glaube aber, es liegt nicht daran, dass mich keiner mag. Könnte natürlich auch sein. Und ja, ich weiß, ihr schreibt jetzt gleich alle rein. Doch, es liegt daran. Es liegt halt, also es wird keinen Sinn machen, Chat. Es würde keinen Sinn machen, weil, stell dich mal vor, ich bin jetzt da dabei, okay? Die Jungs sind ja die ganze Zeit am Filmen, die drehen Vlogs, die machen Livestreams, die machen Stories, bla bla bla. Und jedes Mal, wenn irgendeiner von denen eine Kamera rausnimmt, müsste ich wie so ein Spast meine Maske anziehen. Oder aus dem Bild gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das wäre erstens Abfuck für mich und Abfuck für die Leute, die da Content produzieren, so. Wisst ihr, wie ich meine? Und das ist halt eigentlich bei fast allen Events so, dass ich halt da nicht bin, denke ich zumindest, vielleicht kann auch wirklich sein, Digga, dass mich keiner mag, aber ich denke, dass es halt zum großen Teil daran liegt, dass es halt einfach wenig Sinn macht, Digga, wenn ich mein Gesicht nicht zeige. Wisst ihr, wie ich meine? Und einer ohne Haare reicht auch. Stimmt. Richtig. Die haben Sascha. Habt ihr noch eine Pfeife? Sitzt ihr mit euren Jungs? Ey, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr geil. Ey, ich hoffe, dass Nico, Sascha, Revi, Max, dass die das Video gerade sehen. Und also, Pool sieht sehr wild aus, Digga. So ein Infinity-Pool, sehr, sehr geil. Super neidisch schon mal sind. Glasklares Wasser, super nice. Ja, das ist schon sehr nice. 10 Meter oder so. Einfach zum Planschen. Zum Trinken. Ja. Zeig. Pool. Kurzer Side-Fact an diesen Rande. Ich meine zu Sydney, lass mal Jetski fahren. Und er meinte, dass er das unbedingt nicht möchte. Sag mal warum, das ist das absolute Klischee. Das ist das absolute Klischee, dass du Angst vor Wasser hast. Wasser nicht. Wie dumm. Hä, so. Im Meer? Stell vor, du fällst vom Jetski. Ja. Und du kommst nicht wieder rauf. Du bist dann tot oder was? Wohl. Im eigenen Boxsack, ganz entspannt, wenn wir hier noch trainieren wollen. Den hat er mitgenommen von zu Hause. Habe ich mitgenommen von zu Hause, auch mal eine Lead-Hook. Weißt du? Und dann haben wir das auch schon mal geklärt. Schaut euch das an. Wir haben unseren eigenen Gym komplett klimatisiert. Ey, die Geräte sind 1A. Das ist wirklich top, top. Jetzt wird ein bisschen Squats gepumpt. Geh runter. Oh ja. Achtung, ist das reißt da unten. Berührt dein Dings den Boden, wenn du runtergehst? Und da hab ich's gesehen, ja. Ey, mach ich das richtig? Ja. Okay. Das macht man eigentlich andersrum. Ja, dann halt morgens natürlich ein bisschen joggen. Mit Aussicht aber, richtig. Das werdet ihr wahrscheinlich in unseren Insta-Stories sehen. Man kann hier komplett das Tor öffnen. Cool. Und es geht halt bis da hinten durch. Ja. Das ist es eigentlich zu rund, oder? Aussicht ist auch sehr, sehr geil. Keine Ahnung, ob man das sieht. Ja, also Gym, auch nice, wird auch mir sehr gut gefallen, da ich ja aktiv Sport betreibe und die Gains halt auch nicht von alleine kommen, wisst ihr, ich meine, Chat? Ja, sieht man. Nice Haus. Freunde, falls euch das Ganze gefallen hat und ihr uns allen den Urlaub gönnt, mit am Start sind Sydney, Willi, InScope, Sascha, Max kommt sogar auch noch mit dazu, Miki ist mit am Start und Revi wird auch noch kommen. Wir haben eine absolut sehr, sehr geile Truppe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir... Wie viele Likes? 20.000. 20.000 Likes? Ja. Das am Ende des Videos? Ja. Das müssen wir vorher reinschneiden. Wir würden gerne 20.000 Likes von euch bekommen, wenn euch das Haus gefällt und wenn ihr uns den Urlaub gönnt. Wir haben jetzt echt seit 2-3 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht, außer Sydney, der war jetzt Dauerurlaub. Aber, muss man auch sagen, verdienterweise war ja auch die ganze Zeit Fußballprofi. Da hat man auch weniger Zeit für sich. Deswegen Kuss. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Hau da rein und... Tschüss. Tschüss.
Das war einer der besten Abschieds-Outros, die ich jemals gesehen habe. Digga, einfach mal seinen Arsch in die Kamera halten vielleicht. Ja, nee. Perfekt, Digga. Ganz kurz YouTube gehackt. War ein cooles Video, Digga. Ich finde Amar sehr, sehr sympathisch. Ein geiles Haus. Würde ich mich auch, um ehrlich zu sein, sehr drin sehen gerade in dem Haus. Hätte ich Bock, Digga. Ich glaube, ich hätte eine sehr gute Zeit. Und ja, abschließende Worte nochmal. Ich wünsche den Jungs ganz viel Spaß im Urlaub. Ich hoffe, keiner von denen kommt ins Gefängnis. Ich hoffe, dass keiner an einem Alkoholvergiftung stirbt oder so. Geschlechtskrankheiten bleiben auch da. Und ja, falls dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Lass jetzt gerne ein Like da. Wenn dieses Video 20.000 Likes hat, werde ich... Ja. Bis zum nächsten Video. Dein Mogli. Kuss.